Ja, vielen Dank. Guten Morgen erstmal. Also genau, wir reden über Ubuntu Touch und ein paar weitere Projekte, die versuchen, normales Linux auf Mobilgeräte zu bringen. Warum habe ich jetzt hier vorne GNU-Linux so betont? Habe ich Angst, dass Richard Stallman mich anfällt? Der hat ja mittlerweile etwas mehr Zeit und dass er mir auf dem Nachhauseweg auflauert oder so. Nein, darum geht es mir nicht. Es ist aber tatsächlich, wenn man über Handys redet, ganz sinnvoll, das GNU-Linux dazu zu sagen, weil Android ist ja auf allen Handys im Prinzip installiert, auf 80-90%. Und Android, könnte man ja sagen, ist Linux. Ja, Android benutzt das Linux-Kernel, es ist aber kein Linux, wie man es jetzt vom Rechner kennt oder vom Desktop kennt oder vom Server kennt. Es ist ein bisschen anders und deswegen macht es Sinn, das dazu zu sagen. Wir konzentrieren uns heute erstmal ein bisschen auf Ubuntu Touch. Das Projekt ist, an dem ich auch mitarbeite, aber wir gucken auch noch auf ein paar andere, die es aktuell so gibt. Kleine Geschichtsstunde zum Anfang. Ubuntu Touch ging so los 2013, da hat Canonical, die Firma hinter Ubuntu, eine große Crowdfunding-Kampagne aufgezogen für das Ubuntu Edge, ein wirklich sehr, sehr modernes Smartphone zu dem Zeitpunkt, der feuchte Traum, glaube ich, von jedem Open-Source-Entwickler, sehr moderne Hardware und eben ganz normales Ubuntu da drauf, also Ubuntu angepasst für Touchscreens, etwas aufgepeppt, das war das Ubuntu Edge. Es hatte ein riesiges Ziel damals, hat 11 Millionen eingesammelt, hat das Ziel aber nicht erreicht. Und dann hat Canonical gesagt, okay, wir müssen uns ein bisschen umstrukturieren, wir müssen es ein bisschen anders machen. Daraus ist dann eben Ubuntu Touch entstanden. Die Idee war, Ubuntu auf alle Geräte zu bringen. Also Ubuntu sehr flexibel zu machen, dass es sich an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen kann, die Benutzeroberfläche, dass die Apps alle aus einem Guss sich anfühlen, dass wirklich die gleiche Software auf dem Handy läuft, die gleiche Software auf dem Server, die gleiche Software auf dem Desktop, die gleiche Software auch auf Fernsehern zum Beispiel und so weiter. Wir reden jetzt heute hauptsächlich über Smartphones und Tablets, aber das war so ein bisschen die Idee. Was dann draus geworden ist, waren diese fünf Geräte. Zwei Handys von BQ, ein Tablet von BQ und zwei Handys von Meizu, spanische bzw. chinesische Hersteller, die zwischen 2014 und 2016 verkauft wurden. Es war ganz beliebt, es hat eine kleine Nische gefunden, aber den großen Sprung hat es eben nicht gemacht. Auch wenn es tatsächlich ganz schön aussah, auch wenn es wirklich eine interessante Lösung war, interessante Ansätze verfolgt hat. Also insbesondere in Europa hat das schon eine kleine Nische gefunden. Mein Bio-Lehrer damals in der Schule, der hat tatsächlich ein Ubuntu Touch-Handy gehabt. Fand ich ganz interessant. Genau, das ging dann weiter bis 2017. Für viele überraschend, für einige auch nicht überraschend, dann von Canonical die Ankündigung kam, okay, wir müssen uns umstrukturieren, wir müssen das ein bisschen anders machen, wir wollen weg davon, so viel selbst zu machen, wir wollen mehr Standardkomponenten machen, wir wollen eher so in die Cloud, in IoT und so weiter und die Handys lassen wir jetzt erstmal sein. So, aber das Schöne bei Open Source ist natürlich, dass man es forken kann, dass man es übernehmen kann und das ist UbiPorts geworden. UbiPorts gab es schon vorher, das war eine kleine Community. Port steckt ja schon da drin, also wir haben das Betriebssystem auf neue Geräte portiert, also zusätzlich zu den kommerziell verfügbaren Geräten haben wir es auf andere Geräte gebracht, dass man es dann einfach installieren konnte und dann haben wir zum Beispiel es auf das OnePlus One gebracht, auf das Nexus 5, auf das Fairphone 2 damals. Das waren so die ersten Geräte, die man dann eben selbst installieren konnte. Das war die Community und UbiPorts hat dann zu dem Zeitpunkt gesagt, wir haben ein bisschen das Know-how, was wir machen müssen eventuell, der ganze Code ist Open Source, lass uns weitermachen damit. Und das ist eben daraus geworden. Also, wo ich gerade schon Porting erwähnt habe, gucken wir uns vielleicht mal ein bisschen so an die strukturellen Unterschiede zwischen Handys und Computern, weil sie funktionieren ein bisschen unterschiedlich.
Also so funktioniert stark vereinfacht jetzt und auch vielleicht, wenn jemand ein bisschen was davon versteht, schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen, aber so funktioniert Ubuntu jetzt oder eine herkömmliche Linux-Distribution im Groben und Ganzen. Man hat die Hardware, man hat darüber eine Abstraktionsschicht, man hat Treiber, man hat das Kernel, dann hat man oben sein Userland, alle sind glücklich, es funktioniert. In einer idealen Welt, wenn Handys halt etwas ähnlicher wären wie ein Computer, dann könnte man Ubuntu Touch auch einfach so da drauf bügeln und alle wären glücklich. Man könnte noch ein paar Anpassungen machen, zum Beispiel hat man statt GNOME, hat man Unity 8, die Benutzeroberfläche von Ubuntu Touch. Man hat ein paar andere Apps vielleicht oder ein paar andere Technologien, die sich besser skalieren und so weiter. Aber in den Grundzügen könnte idealerweise alles gleich sein. So, wir leben aber leider nicht in einer idealen Welt. Die Welt ist scheiße und deswegen haben wir auf allen Geräten Android installiert. So, Android verhält sich ein bisschen anders. Erstmal hat Android normalerweise sehr alte Kernel, das kann man natürlich fixen. Also es ist oft die Serie 3 noch, teilweise auch neuer, aber das muss man halt, da muss man Arbeit rein investieren. Und dann der ganz entscheidende Unterschied, Android benutzt sehr andere Treiber. Android benutzt Bionic-basierte Treiber, um eben die ganzen Java-Geschichten weiter oben zu ermöglichen. Normales Linux benutzt glibc in der Regel. Und Ubuntu eben auch und Ubuntu Touch deshalb auch. Das heißt, man muss ein paar Änderungen machen. So, ich habe ja gesagt, Ubuntu Touch ist normales Linux. Das heißt, was machen wir, um auf normalen Android-Geräten zu laufen? Wir implementieren nicht alles neu, sondern wir bedienen uns einer zusätzlichen Abstraktionsschicht, die zusammengefasst wird unter dem Begriff Halium. Darin stecken dann unsere Bionic-Treiber. Daran stecken aber auch darin steckt aber auch noch eine Abstraktionsschicht, die es uns ermöglicht, über glibc-Calls auf die Bionic-Treiber zuzugreifen. Das ist eben dieses libhybris, was hier steht. Noch ein paar Skripte dazu, das Kernel, was von dem Hersteller für das Gerät optimiert wurde. Und dadurch können wir dann eben auf den Geräten laufen. Mit einem relativ herkömmlichen Linux-Stack weiter oben können wir auf einem Android-Gerät laufen. Das ist Ubuntu Touch. Und so sieht es heute aus. Das ist ein relativ aktueller Screenshot, wenn ich nicht ganz falsch liege. Genau, das wäre jetzt zum Beispiel Ubuntu Touch auf dem Tablet. Das heißt, man kann relativ einfach dann so einen Fenstermodus einschalten. Man kann auch normale Apps darauf benutzen, also normale Apps, die man vom Desktop kennt. Ein etwas motivierendes Zitat fand ich. Damals habe ich mal zufällig gefunden, der ehemalige Leiter des Mobile-Teams bei Canonical hat bei einem Produktlaunch von einem von den Geräten gesagt, auf die Frage, ob er glaubt, dass Ubuntu Touch irgendwann mal eingestellt wird, ob es irgendwann aufhört zu existieren, hat er gesagt, nein, das glaube ich nicht. Wenn die Menschen es lieben werden, dann wird es weiterleben. Und genau das ist im Prinzip das, was passiert ist. Wir hatten auch relativ Glück, wir haben relativ früh einen Sponsor gefunden, der wirklich mit Begeisterung bei der Sache dabei war und uns ein bisschen finanziert hat. Das heißt, wir haben eine Stiftung gegründet in Deutschland und können es jetzt als Non-Profit-Projekt weiter betreiben. Die ist mittlerweile auch endlich an den Start gegangen. Es war eine etwas lange Reise, eine Stiftung zu gründen, ist sehr aufwendig. Aber mittlerweile sind wir endlich da. Genau, wie gesagt, wir wollten uns noch einige andere Projekte angucken. Eines, was vielleicht auch ganz bekannt ist, ist Plasma Mobile. Das ist eben eine Anpassung von KDE, also von der KDE-Benutzeroberfläche. Von der Architektur her relativ ähnlich wie Ubuntu Touch, nur eben, dass da KDE Neon drunter läuft und nicht das normale Ubuntu. Das heißt, man hat ein paar zusätzliche Pakete. Alle Apps sind Apps, die man auch von Plasma so kennt. Es ist noch nicht ganz Daily Driver ready, das heißt, es sind noch ein paar Sachen, die noch nicht so funktionieren, dass man das jetzt als alltägliches Gerät einsetzen kann, aber es ist auf einem guten Weg dahin. Dann sollte man noch erwähnen Post-Market OS. Post-Market OS ist auch noch in einem sehr frühen Stadium, das heißt, man sollte sich noch nicht darauf verlassen, wenn man aus dem Haus geht und nur ein Handy mit Post-Market OS drauf hat, aber es hat sehr viel Potenzial. Es verwendet auch die Benutzeroberfläche von Plasma Mobile, also das angepasste KDE. Aber es hat ein paar strukturelle Unterschiede. Es benutzt zum Beispiel Alpine Linux. Das heißt, es ist noch mal ein bisschen anders. Und der Fokus bei Post-Market OS ist, die Geräte so langlebig wie möglich zu machen. Das heißt, die stecken sehr viel Arbeit da rein, dass
das System sehr lightweight zu machen, dass es auf sehr vielen Geräten laufen kann. Die haben bei unglaublich vielen Geräten wirklich die Basisarbeit geleistet, dass das funktioniert. Das heißt, dass man erstmal starten kann, dass man Grafikoberfläche bekommt, dass solche Sachen funktionieren. Sehr viel Arbeit da reingesteckt und haben halt dadurch auch ein bisschen die Möglichkeit, ein paar Sachen neu zu denken. Das ist auch ein interessantes Projekt, wo man auf jeden Fall, was man auf jeden Fall im Auge behalten soll, auch wenn man es jetzt noch nicht installieren kann von heute auf morgen. Das nächste Projekt, davon haben bestimmt auch einige schon mal gehört, das ist das PinePhone. Das ist tatsächlich Hardware. Die kommt jetzt demnächst raus. Also es fängt aktuell an zu shippen. Nein, so sagt man das nicht auf Deutsch. Also es wird aktuell verschickt endlich. Es ist ein sehr günstiges Gerät, $150. Und die Firma dahinter, Pine64, hat ursprünglich einen Raspberry Pi-Klon hergestellt. Damit haben sie angefangen, also offene Hardware herzustellen, haben dann angefangen, einen Laptop herzustellen, der auch sehr günstig war. Also ich glaube, bei 120 Euro hat er angefangen, als Entwicklergerät erstmal. Aber eben, um zu sagen, okay, wir haben ein ganz herkömmliches Linux, kein Android, und wir haben einen ARM-Prozessor und wir versuchen da ein normales Linux drauf zu bügeln. Die Firma dahinter sagt, wir machen nur die Hardware, wir machen Hardware, Firmware-Treiber, aber der Rest, die Betriebssysteme, die kommen dann aus der Community. Das heißt, die arbeiten mit Ubuntu Touch zusammen, die arbeiten mit Plasma und PostmarketOS zusammen, die arbeiten mit Replicant, glaube ich, auch zusammen mit sehr vielen, die dann versuchen, ihre Systeme da drauf zu bringen, offene Treiber zu ermöglichen, solche Geschichten. Das ist ein sehr interessantes Projekt, was man im Auge behalten soll. Und es wird auch zusätzlich noch ein Tablet und eine Smartwatch tatsächlich geben. Auch in einem, zu einem sehr günstigen Preis. Zu einem sehr günstigen Preis. So, das nächste, was man im Auge behalten sollte, das wird noch sehr interessant werden, denke ich, ist das Wallaphone. Das ist ein relativ neues Startup. Die versuchen, ein Gerät komplett in Deutschland zu produzieren und experimentieren auch mit alternativen Betriebssystemen. Hier sieht man zum Beispiel dann ein Foto von dem Prototypen, dem aktuellen, wo Ubuntu Touch draufläuft. Die haben auch ein paar andere Sachen ausprobiert, aber das könnte auch sehr interessant werden. Eben weil wir natürlich Unternehmen brauchen, die offen dafür sind, mit Alternativen zu experimentieren und auch vielleicht zu sagen, okay, wenn ihr was anderes drauf installieren wollt, als das, was wir ausliefern, dann ermöglichen wir das. Wir locken das Gerät nicht so sehr down, dass man eben auch andere Sachen ausprobieren kann. Und das heißt, das könnte eine sehr interessante Sache werden. Gut, wenn wir jetzt wegkommen von Android, dann verlieren wir natürlich ein riesiges Ökosystem an Apps. Das wäre sehr schade. Es gibt ja auch tatsächlich in F-Droid zum Beispiel unglaublich viele gute Open-Source-Android-Apps. Es wäre sehr schade, die alle zu verlieren. Da ist das Projekt, was uns retten wird, Anbox. Anbox ist Android in a Box. Also es ist ein Android-Container, keine virtuelle Maschine, keine Hardware-Virtualisierung, sondern ein Android-Container, der eben wieder sich zunutze macht, dass Android auch das Linux-Kernel benutzt. Das heißt, wir benutzen das Linux-Kernel, was sowieso schon in unserem System läuft, hauen einen Container da drauf und hauen ein paar Komponenten aus dem Android-Userland wieder rein und können eben ganz normale Android-Apps auf Linux ausführen. Das funktioniert schon auf Desktop-Linux, wenn man es ausprobieren möchte, unter nbox.io. Es gibt prototypische Implementierungen in Ubuntu Touch und in Plasma Mobile. PostmarketOS ist auch dran, meines Wissens nach. Und das ist eine Sache, mit der wir es langfristig schaffen können, auch Android-Apps auf Linux-Handys, auf richtige Linux-Handys zu bekommen. Etwas schwieriger wird es natürlich, wenn wir dann über die Quellen reden, woher kriegen wir die Apps. Das heißt, der Play Store zum Beispiel ist ja erstmal relativ schwer daran zu kommen, hat auch viele proprietäre Komponenten, die darf man nicht einfach so shippen, das darf nicht jeder. Aber auch da gibt es Mittel und Wege und natürlich alles, was in F-Droid ist, steht uns erstmal zur Verfügung. Aber es heißt einfach, dadurch, dass wir wegkommen von Android, heißt es nicht automatisch, dass wir auch die ganzen tollen Apps verlieren, die es da gibt. Ich habe ein bisschen geredet über
Hardware, die demnächst verfügbar sein wird. Im Moment können Sie nicht in den Mediamarkt reingehen und dann einfach ein Gerät aus dem Regal nehmen und dann ist da Ubuntu Touch oder Plasma Mobile oder PostMarket OS drauf. Das heißt, im Moment, die Leute, die es benutzen wollen, die Leute, die es ausprobieren wollen, die müssen es irgendwie installieren können. Dafür haben wir bei Ubiports relativ früh gesagt, okay, wir haben keine Aussichten, dass wir in den nächsten Monaten ein Gerät in den Mediamarkt ins Regal stellen können. Das heißt, es muss so einfach sein wie möglich zu installieren. Klassischerweise ist es unglaublich ätzend und schwierig und anstrengend, alternative Betriebssysteme auf Android-Geräten zu installieren. Also normalerweise kopiert man dann Befehle mit ADB und Fastboot. Wer das schon mal gemacht hat, der kennt das vielleicht aus dem Internet raus. Und dann startet das Gerät irgendwann neu und man muss bestimmte Tasten runterdrücken und so weiter. Und irgendwann startet es gar nicht mehr und es ist kaputt. So, das ist scheiße. Das haben wir gesagt, das wollen wir ändern. Deswegen haben wir eine App dafür geschrieben. Das ist der Ubiports Installer. Es ist eine Electron-App. Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber es sollte eben auf so vielen Betriebssystemen wie möglich funktionieren. Es sollte auf allen Linux-Distributionen funktionieren. Es sollte auf macOS funktionieren, auf Windows auch. Denn es gibt tatsächlich auch Leute auf Windows, die sagen, okay, ich hätte gerne ein normales Linux auf meinem Handy. Und deswegen haben wir gesagt, es muss so einfach sein wie möglich. Es funktioniert tatsächlich, wenn es funktioniert, besonders gut. Also in den meisten Fällen ja. Und wir haben in letzter Zeit ein bisschen da rein investiert, auch andere Systeme in den Installer reinzubekommen. Das heißt, wenn jetzt jemand hier gerade zuhört, der für irgendein Handy oder irgendeine Smartwatch, irgendwas, was auch immer, ein Tablet, ein Betriebssystem verwaltet, schaut euch das an. Wir arbeiten dran, auch andere Systeme da reinzubekommen. Wir haben ein sehr schönes neues Config-File-Format entwickelt, womit man eben die Installationsinstruktionen, die man sonst händisch in ein Wiki reinschreiben würde, automatisieren kann. Das heißt, der Installer lädt im Hintergrund die Dateien runter, der führt alle ADB- und Fastboot-Befehle aus und idealerweise muss man nur einmal das Gerät neu starten, man muss den Entwicklermodus aktivieren und dann startet das Gerät neu und hat Ubuntu Touch oder Plasma Mobile oder PostMarket OS oder wir haben tatsächlich auch mal, wo ist er, ich weiß nicht, ich habe eben mit dem geredet, von Asteroid OS, also ein Betriebssystem für Smartwatches, haben wir auch mal Experimente mit gehabt, die auch mit dem Installer zu installieren. Das heißt, er ist sehr flexibel und da wollen wir in Zukunft dran arbeiten, dass wir so viele Systeme wie möglich da reinkriegen, dass es einfach ist, auch für Normalsterbliche andere Systeme auf seinen Geräten zu installieren. Ja, das wäre es erstmal. Ich habe hier nochmal alle Links aufgelistet von den Projekten, über die wir geredet haben. Wenn mich jemand kontaktieren möchte, sind unten auch meine Details. Und ich glaube, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit für Q&A. Am besten bemerkbar machen. Und wer hinten eine Frage hat, vielleicht ein Stück nach vorn kommen, weil ich hüpfe durch die Gegend und gebe euch die Mikrofone. Hallöchen erstmal. Was mir immer so die Frage dann kommt bei Ubuntu Phone, wenn ich jetzt ein Lineage habe, warum soll ich dann Ubuntu Phone nehmen? Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Man könnte sagen, Android ist im Kern ja Open Source. Das heißt, wir sind schon relativ frei und tatsächlich gibt es ja Projekte, die das wirklich auch noch weiterdenken und sehr, sehr viel da rein investieren, es so offen und so frei wie möglich zu machen. Es ist eine berechtigte Frage, weil da unglaublich viel Arbeit schon reingeflossen ist. Es ist einfach so bei Android, man ist immer sehr abhängig von Google. Also Google führt die Entwicklung weiter und was Google sagt, das passiert auch. Auch wenn das schrittweise passiert, auch wenn man das nicht unbedingt so schnell merkt, aber Google hat in den letzten Android-Versionen immer mehr Komponenten aus dem Open-Source-Teil rausbewegt, in proprietäre Teile natürlich. Kann man da dagegen arbeiten? Natürlich kann man die Lösungen, die es vorher gab, die freie Software waren, kann man am Leben erhalten und weiterentwickeln. Aber die treibende Kraft dahinter wird Google bleiben. Google ist ja riesig. Google hat einige Sachen am Köcheln, die auch sehr gefährlich werden könnten für die grundlegende Freiheit. Also die Möglichkeit, dass wir da normales Linux drauf installieren können, die stammt nur daher, dass Android eben in der Anfangszeit, dass da die Entscheidung getroffen wurde, okay, wir bauen auf dem Linux-Kernel auf. Das ist der einzige Grund, weshalb wir das machen können. Google arbeitet aber auch an anderen Systemen. Fuchsia mit dem Zircon-Kernel ist vielleicht ein Begriff, was anders als das Linux-Kernel, jetzt wird es ein bisschen
bisschen technisch, bisschen speziell, nicht unter GPL lizenziert ist. Das heißt, bei dem Linux-Kernel muss ein Hersteller, der Änderungen an seinem Kernel macht, muss diese Änderungen verfügbar machen. Das heißt, man hat den Code in der Regel, es gibt auch Leute, die das nicht machen, aber die könnte man verklagen theoretisch. Das heißt, man hat meistens den Code von den Kernels. Das wäre bei Fuchsia nicht mehr so, weil der permissive lizenziert ist. Das heißt, da könnte man einfach sagen, okay, ich habe Änderungen daran gemacht, ich mache die Änderungen aber nicht verfügbar. Das heißt, warum muss man weg? Man könnte auch bleiben, aber es wird vielleicht einfacher. Hallo, ich habe zwei Fragen. Erste, weißt du, ob Firefox OS noch lebt? Ja, in Grundzügen ja, genau. Hier vorne sagt schon jemand, KaiOS ist eine Weiterführung davon. Es gibt tatsächlich auch noch einige Leute, die es aushalten noch mit den alten Geräten. Ja, könnte funktionieren, aber genau, KaiOS zum Beispiel, da hat Google auch sehr stark rein investiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob das für uns so interessant wird. Also ich glaube, der von KaiOS ist der Fokus eher so auf Emerging Markets, was auch immer das heißen soll. So interessant wird es wahrscheinlich nicht. Und die andere Frage, du hast jetzt in deinem Talk ziemlich um das Librem 5 und Purism drumherum geredet. Ich habe da noch nicht ganz verstanden, der GNOME Desktop, wird der von der GNOME Community auch für Mobile geportet oder ist das etwas, was nur Purism macht? Genau, das Librem 5, ich wollte mich auf etwas positive Beispiele konzentrieren hier, deswegen habe ich das Librem 5 geschickt ausgelassen und du hast mich enttarnt. Ja, das Librem 5 ist ein weiteres Hardware-Projekt, was angestoßen wurde. Es war auch eine relativ große Crowdfunding-Kampagne für die Community verhältnismäßig. Genau, was auch ein Gerät sein sollte, was komplett freie Treiber hat, was komplett normales Linux drauf hat. Anders als Pine haben sie aber gesagt, wir wollen auch das Betriebssystem machen. Die haben gesagt, wir wollen das nicht Qt-basiert machen, denn Ubuntu Touch und Plasma Mobile und damit auch Postmarket OS sind Qt-basiert und eben nicht GTK, so wie GNOME. Purism, die Firma hinter dem Librem 5, hat gesagt, wir wollen aber GTK. Wir wollen GNOME dafür anpassen. Qt hat ein paar Vorteile bei Embedded, weil da sehr viel rein investiert wurde, schon früh, dass du dich sehr gut an andere Displaygrößen anpassen kannst, was eben bei GTK nicht unbedingt der Fall ist. Purism hat da gute Arbeit geleistet, aber es ist ein unglaublicher Aufwand. Wie gesagt, ich habe eben erwähnt, Canonical hatte damals 11 Millionen eingesammelt in der Kickstarter-Kampagne. Und hat gesagt, nee, damit können wir es nicht machen, wir müssen unseren Fokus ändern. Ich bin mir nicht ganz sicher über die Zahlen, die Purism eingesammelt hat, aber es sind so um die 2 Millionen. Und dann ist Purism schon erstmal auch deutlich kleiner natürlich als Canonical. Das heißt, es ist schwieriger für sie, das zu finanzieren. Es ist okay, sie dürfen das machen, aber genau, also viel von den Anpassungen musste Purism selbst machen. Es ist nicht so, dass das die normale GNOME-Community ist oder dass das GNOME-Projekt normalerweise ist. Sie bemühen sich, das zu upstreamen, aber über die Erfolgsaussichten bin ich mir nicht so sicher. Dann kommt dazu, dass das Librem 5 sehr, sehr teuer wird. Das heißt, ich weiß nicht, ob sich das Normalsterbliche wirklich leisten können. Ein Gerät, was eventuell ziemlich viele technische Macken hat, für $700 oder $750 oder so, sich zu kaufen, nur um ein bisschen damit zu experimentieren. Also da kaufe ich mir lieber 700 Hamburger bei McDonald's oder was auch immer. Wenn ich mich nicht irre, benutzt der UB-Ports-Installer, also wird er ausgeliefert in Snap und AppImage standardmäßig. Genau, und Depp. Depp und bringt sein eigenes Electron mit, Version 1 und die Plattform-Tools. Ja. Gibt es Bemühungen, das Electron zu erhöhen, falls man das, also das macht es schwer, das für andere Systeme zu paketieren, weil die gar kein Electron 1 mehr haben in dem System. Ja. Funktioniert noch mit Electron 4, aber nicht mehr mit 5 und deshalb. Ja, da sind wir dran. Okay. Also, wo gerade noch gelaufen wird. Also das ist tatsächlich in Arbeit. Vor allem, weil 1, glaube ich, Ende Februar aus dem Support sowieso ausläuft. Oder die Node-Version, auf der das aufbaut. Also ja, da sind wir dran.
jetzt. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu den freien Telefonen. Ja. Werden die Voice-over LTE unterstützen? Und wie ist das da geregelt, dass die Provider damit spielen? Jetzt wird es technisch. Okay. Das Librem 5 nicht, das Pinephone, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht nicht sofort, vielleicht muss das noch nachgerüstet werden. Es ist schwieriger, ja. Die verwenden ja auch zum Beispiel Codecs, die lizenzpflichtig sind, oder Schlüssel, wo die Provider mitspielen müssen. Ich denke, dass es gerade bei den freien Telefonen eine Schwierigkeit ist, da überhaupt freie Hardware, die man so nutzen kann wie ein Samsung, genau. Apple und so weiter, ja. Also überhaupt zur Verfügung zu stellen. Ne? Es ist sehr schwierig, ja. Vor allem, weil da in einigen Bereichen es auch rechtliche Auflagen gibt, zum Beispiel in den USA, dass bestimmte Mobilfunkchips gar nicht mit freier Software betrieben werden dürfen, weil es dann ermöglichen würde, dass man auf diesen Restricted Frequenzen eben frei senden könnte, und das darf man natürlich nicht. Das heißt, ja, das ist schwierig. Was man teilweise machen kann, ist, dass man einen Chip mit proprietärer Firmware so ein bisschen abschirmt, ein bisschen blackboxt, dass der eben nicht Zugriff auf den ganzen Speicher sowieso hat, dass man ein bisschen sehen kann, was kommt rein, was geht raus, und solange der das, was ich sowieso funke, nach Hause telefoniert, ist das dann auch in Ordnung. Das heißt, dass man darüber ein bisschen geht, das so abzuschirmen. Wie das jetzt im Detail bei allen funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen. Dann vielen Dank, Anjan. Gebt ihr noch mal einen großartigen Applaus für den Talk.